Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Commentary mit eurem Noddy. Ja, eigentlich sollte dies jetzt eine Speedrunde werden, aber ja, das liebe Programm, mein Aufnahmeprogramm für PC-Gameplay, Open Broadcaster Software, meinte, nehmen wir mal nicht das Audio mit auf. Obwohl ich es vorher eingestellt hatte, Audio, Monitor und Gameaufnahme. Ja, da habe ich aber auch ziemlich viel Bullshit gelabert in dieser Runde, also ist eigentlich eher besser für euch. Naja, ich möchte eher mit euch bereden, warum jetzt momentan eigentlich gar kein Konsolen-Gameplay mehr kommt, sprich von der PS4. Ja, folgendes Problem, ich hatte es ja vor längerer Zeit mit euch abgesprochen. Ich hatte ja, bevor ich jetzt mein Gaming-Rechner hatte, ein Laptop. Da war es ja kein Problem, weil da hatte ich ja zwei Bildschirme, also den Hauptbildschirm und einmal den Fernseher, wo die PlayStation angeschlossen ist. Und ich konnte ja die Roxy Gamecatcher Card einfach dazwischen klemmen und über den Zweitbildschirm, sprich dem Laptop, alle nötigen Sachen nebenher machen. Aber jetzt habe ich das Problem, ich habe ja nur noch einen Bildschirm, den Fernseher und einen Standrechner, über den ich das laufen lassen müsste. Und ja, wenn ich die Roxy einklemme und alles schön verbinde, ja, Also ich muss das nämlich so machen. Weil wenn ich das über HDMI mache, die Einstellung und allem, falsch labere, Entschuldigung. Ich muss über VGA spielen, ja. Aber wenn ich über HDMI spielen will, geht das leider nicht, wenn ich nebenbei aufnehmen will. Und zwar, weil, wenn ich die Roxy muss ja über HDMI anschließen. Und wenn ich dort auf Aufnahme drücke und dann Battlefield 4 öffne, ja, dann meint die Roxy, Aufnahme beenden, Aufnahme anfangen, Aufnahme beenden, Aufnahme anfangen. Dann habe ich den ganzen Desktop, weil ich speichere das auf dem Desktop zwischen, den ganzen Desktop voller 3, 4, 5 Sekunden Videos. Da bin ich noch nicht hinter dem Fehler gekommen. Und ja, bisher mache ich, vorher hatte ich das so gemacht, über VGA, sprich. Scheiße, das stimmt ja gar nicht. Ey, was labere ich da genau? Vorher hatte ich halt einfach nur ohne Aufnahme über VGA gespielt. Und wenn ich jetzt aufnehmen will, geht das ja wohl schlecht. Weil ich bräuchte einfach schlichtweg einen zweiten Monitor. Fragt euch jetzt, warum braucht er keinen zweiten Monitor? Also, welchen zweiten Monitor, den zum Beispiel rechts oder links neben mir stelle, kann ich im Hauptmonitor, sprich dem Fernseher, das Roxy-Programm öffnen. Wenn ich das geöffnet habe, schön auf die linke Seite ziehen, auf dem Hauptmonitor dann, also auf den linken Monitor ziehen, logisch, und dann auf den Hauptmonitor Battlefield zocken oder whatever. Und das habe ich nämlich bei meinem Bruder ausprobiert, der hat nämlich zwei Monitore. Dann würde der Fehler nicht mehr vorkommen. Sprich, wenn ich einen zwei Monitor habe, solche Programme rüberziehen kann und auf dem Hauptmonitor zocken kann, würde das Programm nicht würde das nicht mehr vorkommen, besser gesagt. Und ja, das ist halt das, wenn ich von PC aus aufnehmen will. Aber wenn ich von Konsole aufnehmen will, folgendes Problem. Ich habe nur ein HDMI-Anschluss beim Fernseher. Ja? Aber wenn ich von über HDMI wenn ich PC den Programm anmache und schön auf Aufnahmen drücke, das HDMI-Kabel vom PC ziehe und ins das HDMI-Kabel von der PlayStation, wo die Roxy dazwischen geklemmt ist, reinstecke, bricht die Aufnahme ab. Fragt mich nicht warum. Ich habe da auch schon an den Roxy-Support geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen, weil es da eigentlich an sich so keinen richtigen Support gibt. Eigentlich nur eine E-Mail-Adresse, aber das soll jetzt Nebenthema sein. Ja. Ich könnte zwar allerhöchstens die Roxy offen für PC-Gameplay benutzen, aber was bringt mir das? Ich habe ja bessere Programme für PC-Gameplay. Also, Leute, von daher, das war jetzt meine Begründung für, warum kein PC-Gameplay kommt. Aber sobald ich einen zweiten Monitor habe, und das dürfte nicht mehr lange dauern, werde ich wieder PC-Gameplay bringen, vorausgesetzt, das behebt das Problem, was ich glaube. Also, Leute, haut rein. Däumchen werden Träumchen. Mein Name ist Bahnfahren und ich bin jetzt raus.
Hallo und herzlich willkommen Leute auf der Endcard. Auf der linken Seite findet ihr das letzte Commentary von mir und auf der rechten Seite geht zur letzten Speedrunden-Folge, wo ich gerade die Playlist ein bisschen vernachlässige. Also Leute, haut rein, ich bin neu, ihr seid die Besten. Ciao!